So, guten Abend allerseits. Freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Ihr seid beim ADA Director Screening gelandet heute Abend. Wir zeigen einmal im Monat, immer am letzten Montag im Monat meistens, einen österreichischen oder internationalen Film, manchmal auch Serienfolgen, manchmal Kurzfilme, Dokumentarfilme, alles Mögliche. Und die Idee ist, dass wir unsere eigene Leidenschaft fürs Filmschaffen mit euch teilen und dann nach den Filmen mit den Filmschaffenden, die beteiligt waren an den jeweiligen Projekten, eine Unterhaltung führen, bei der ihr auch alle herzlich eingeladen seid, euch zu beteiligen und einfach uns mit Fragen bombardiert. Und in dem Sinne freue ich mich, dass wir heute Des Teufels Bad anschauen und begrüße die Veronika Franz, die Regisseurin des Films, Co-Regisseurin. Schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Der Film ist ja schon, war ja schon im Kino oder ist schon lange im Kino. Ja, danke fürs Interesse. Vorher sagen ist immer schwer, weil was soll man schon vorher sagen? Ich will eigentlich immer ins Kino gehen und gar nichts wissen. Ich nehme an, ihr wisst ein bisschen was. Also was man sagen kann ist, das kommt eh gleich am Anfang, dass der Film auf historischen Protokollen, Verhörprotokollen beruht. Und dass wir alle Grauslichkeiten sozusagen, die drin vorkommen, uns nicht ausgedacht haben. Das ist alles recherchiert. Aber darüber können wir ja nachher noch sprechen, hoffentlich. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine, also fröhlich nicht, aber intensive Projektion und vielleicht auch manchmal unangenehme Momente. Ja, also wir sehen uns nachher hoffentlich. Bleibt's da. Viel Spaß. Willkommen zurück. Ich hoffe, es war eine spannende Reise durch diesen Film. Vielen Dank fürs Kommen, Veronika. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, Fragen zu stellen. Ich werde mal so das Gespräch starten und einfach aufzeigen, wer was sagen will. Dann werde ich das Mikrofon nach hinten reichen und dann könnt ihr teilnehmen am Gespräch. Veronika, kannst du uns ein bisschen was erzählen über die Entstehungsgeschichte von diesem Film? Es war eine lange Reise. Also tatsächlich ist es schon fast 10 Jahre her, als das Projekt angefangen hat. Ich werde immer daran erinnern, dass wir möglichst nahe, also, die Mikros wie Beatboxer. Ich habe eine sehr laute Stimme. Also falls ich zu laut bin, bitte eher sagen. Also es hat vor 10 Jahren schon angefangen, uns dieses Projekt zu beschäftigen. Die erste Idee kam von einem amerikanischen Podcast ausgerechnet, merkwürdigerweise, This American Life, den uns eine Freundin vom Severin empfohlen hat und wo es genau um dieses Phänomen ging. Nämlich die Historikerin, die deren Lebensthema, das ist die Kathy Stewart, die auch am Ende sozusagen einen Credit bekommt, ist eine Amerikanerin, die aber in Deutschland aufgewachsen ist. Und das ist deren Recherchlebensthema. Und die hat in diesem Podcast darüber gesprochen und wir haben uns gedacht, aha, da ist eine Amerikanerin, ein amerikanischer Podcast, die spricht über Dinge, die in Österreich sind und in Deutschland. Wir waren sehr verblüfft und haben uns gedacht, was für ein tolles Thema, wir wissen nichts davon. Und haben sie kontaktiert und sozusagen nach einigen Mails und Anrufen hin und her hat sie dann sozusagen, ja, hat, also mochte sie uns offenbar und hat uns zu vertrauen begonnen und hat dann uns ihr Archiv, also die hat hunderte Fälle gesammelt, also die hat sich auch in Klösterarchiven einsperren lassen über Nacht, die kann großartige Geschichten erzählen, wie sie zu all diesen Materialien gekommen ist. Und ja, und dann sind wir von einem Wust an Material gesessen. Und das ist jetzt einmal so die Außengeschichte. Und die Innengeschichte war dann, als tatsächlich sozusagen der Fall, den ihr da ungefähr gesehen habt, die Eva Litzelfellnerin ist eine Österreicherin, eine Oberösterreicherin. Und die wurde insgesamt mehrfach verhört vom Inquisitor. Und deren Fall wurde sehr, sehr ausführlich dokumentiert, sehr ungewöhnlich für die Zeit in Oberösterreich. Also da wurde auch die ganze, also der Ehemann befragt, die Frau, wo sie ein Gift gekauft hat und so weiter. Und diese Verhöre mit ihr, vor allen Dingen also die 3, die der Inquisitor oder 4 geführt hat, da erzählt sie eben so richtig aus ihrem Leben. Also eine einfache Bauernfrau aus dem 18. Jahrhundert. Und wir haben das gelesen und wir waren sozusagen so fasziniert und mochten diese Frau so gern und berührt und haben uns gedacht, also da spricht jetzt eine Frau, eine einfache Bäuerin aus dem 18. Jahrhundert über ihr Leben, über ihre Nöte, über ihre Sehnsüchte, über ihre
Träume oder Ängste. Und das hat uns eigentlich, das war so der emotionale Beginn, warum wir sozusagen dann gesagt haben, da müssen wir, mit dieser Frau, über diese Frau einen Film machen. Gibt es schon Fragen? Was mich, also ich fand diesen Film unglaublich ergreifend. Ich fand ihn wahnsinnig spannend. Und die Figur von dieser Bäuerin, von der Hauptfigur, fand ich wirklich so faszinierend, weil sie auf der einen Seite sehr in sich gekehrt ist, also sie ist nicht eine wahnsinnig aktive Figur im Sinn von einem Film. Gleichzeitig erleben wir mit ihr mit, was sie so kleine Elemente, die ihr einen Halt geben im Leben, so diese Sammlung an Gegenständen, die sie hat, die Träumereien, ihr Wunsch, ihre Rolle gut zu erfüllen in der Gesellschaft auch, das Richtige zu tun, was von ihr erwartet wird. Und irgendwie geht das alles schief und sie findet ihren Platz nicht und dann erleben wir diese Abwärtsspirale. Und es ist eine wirklich schlimme Sogwirkung, die dieser Film erzeugt, wo man dann da mitgerissen wird. Und das Faszinierende finde ich, dass dann am Ende, wenn sie hingerichtet wird, wieder alles im Lot zu sein scheint und dann feiern die Leute das und sind fast erleichtert, dass da jetzt die Gefahr gebannt ist. Ist das etwas, dieser Bogen, ist das etwas, was ihr in der historischen Vorlage gefunden habt oder ist das etwas, was ihr mitgebracht habt oder ist es aus einer Kombination von beiden entstanden? Wie war das? Das ist eine schwierige Frage. Also als wir den Stoff, also als wir, so, wir der erste Versuch, dem Stoff gerecht zu werden, war in Wahrheit ein Gerichtsfilm. Also wir haben uns gedacht, Wahnsinn, so toll, dieser Dialog, also was sie so erzählt dem Inquisitor, das muss man eigentlich ja nur abschreiben und dann hat man schon mal einen Gerichtsfilm, einen berührenden. Und das war dann tatsächlich nicht so, weil es ist ein Unterschied, ob diese Frau zu einem persönlich spricht oder ob sie zu einem Inquisitor spricht. Und das hatte dann irgendwie im Drehbuch, also der Erstversuch war so, völlig die Kraft verloren, sozusagen, die wir in dem Stoff gefunden hatten. Und ein bisschen was noch von unserem Ersteindruck über ist diese Beichtszene, wo sie ja zu euch schaut oder in die Kamera und sozusagen aus ihrem Leben berichtet. Das ist eigentlich das, glaube ich, wo es am nächsten zu dem kommt, wie wir es erlebt haben, sozusagen, als wir das erste Mal gelesen haben. Was uns sehr wichtig war, also es gibt viele Aspekte, die uns sehr wichtig waren. Uns war also die Depressionserkrankung sehr wichtig, sozusagen. Also wir wollten das möglichst authentisch und echt und darstellen und es auch, das macht den Film, glaube ich, so schwierig auch manchmal, nachempfinden lassen. Also wir wollten sozusagen, dass der Zuschauer diese Schwere sozusagen, die sie mit sich trägt, auch empfindet. Das ist natürlich dann kein Kassenschlager, weil das ist halt schwer. Aber das war uns eigentlich von Anfang an wichtig. Und dann sozusagen auch diese Geschichte, wie du es jetzt gesagt hast, einer Frau, die nicht entspricht oder die vielleicht in einer anderen Zeit quasi andere Chancen gehabt hätte, die ihren Platz nicht findet, die aber eigentlich, also für mich immer eine Perfektionistin war, also aus diesen Protokollen geht hervor, die wollte alles möglichst gut machen, also die wollte sozusagen, sie geht einmal ja ganz in der Früh fischen, ne? Also geht sie, weil sie es halt besonders gut machen will, also will ausbessern, dass sie es vielleicht am Vortag nicht so gut konnte und die hat sich immer, und ich finde das auch was sehr Heutiges, ne? Also dass man immer das Gefühl gehabt hat, man macht es nicht gut genug und man wird nicht all diesen Dingen, die einem das Leben so abfordern, gerecht und an dem zerbricht sie ein bisschen. Wobei man sagen muss, sie hat schon diese Melancholie, die sie in sich trägt, mitgenommen in diese Ehe, also sozusagen so stand es in den Protokollen und das wollten wir auch, also wir wollten es nicht, also ja, die Hochzeit ist noch ein schöner Moment, aber schon in der Hochzeitsnacht ist es ja nicht mehr, funktioniert es ja schon nicht mehr ganz so und das wollten wir auch sozusagen so darstellen. Leichter wäre es gewesen oder einfacher, wenn mal zuerst eine sehr schöne Welt länger existiert hätte, aber das hätte ihr nicht entsprochen. Ja, bei der Hochzeit hat man auch schon gespürt, dass sie fast mehr Zuschauerin ist ihrer eigenen Hochzeit als ja. Die Hauptfigur. In den Protokollen ist gestanden, ich bin nie gern zum Tanz gegangen. Also sozusagen, so hat sie das ausgedrückt. Also sie hat nie besonderen Spaß gehabt bei solchen Veranstaltungen. Übrigens, hier im Filmhaus haben wir einmal eine Veranstaltung gehabt, da kamen
offenbar, also kamen nachher zwei junge Frauen zu uns her und haben gesagt, ja, ob sie kurz mit uns reden können. Und haben gesagt, ja, ja. Sagt, ja, also, weil sie sind nämlich Nachfahren von der Eva Litzl-Fellnerin und sie haben nie diese Protokolle, sie wissen, dass es da Protokolle gibt, haben die nie gefunden und ihr Vater hat sie hergeschickt, ob wir ihnen die Protokolle schicken können. Und ja. Bitte, darf ich das nur übergeben? Einfach nur, damit die Kameras und der Rest vom Publikum das mithören. Okay. Ich wollte nur fragen, von welchem Ort in Oberösterreich das ist? Also, der erste, also sie hat am Trauenfall gelebt sozusagen. Also eigentlich, also dort konnte man es aber halt nicht mehr drehen, weil der Trauenfall ist betoniert, da gibt es eine betonierte Brücke. Ein historischer Film sozusagen. Bei einem historischen Film kann man das natürlich dann nicht mehr machen. Insofern mussten wir dann die Location, also wir haben lang auch in Oberösterreich, wir haben dann gesagt, okay, nehmen wir das Mühlviertel, das ist vielleicht dann noch nicht so betoniert. Das ist aber tatsächlich recht schön restauriert und gedreht haben wir es dann tatsächlich im Waldviertel an der tschechischen Grenze, weil dort, wo der ehemalige Eiserne Vorhang sozusagen war, gibt es noch ganz viele leerstehende Gebäude. Also dieses Haus, in dem sie wohnt, das ist ein echtes Haus, das wir gefunden haben. Also wir haben es innen hergerichtet, aber außen, das ist ein Haus, das so dort steht, sozusagen in dieser Gegend. Bei Litschau. Mhm. Genau. Wir haben schon einen Film dort gedreht, also vielleicht kommt noch einer, es ist offenbar eine Gegend, die wir gerne haben. Ja. Übrigens auch, also was nicht original war, ist die haben eigentlich Feldarbeit gemacht, also in ihrem Leben. Und weil wir es dann im Waldviertel gedreht haben, verdanken wir unseren Ausstattern sozusagen, dort gibt es diese Fischerei, die ihr gesehen habt, sozusagen, dort leben die Menschen von dieser Fischerei. Und tatsächlich ist das so, mehr als fast die Feldarbeit wird das seit dem 12. Jahrhundert gleich gemacht. Also heute haben die Leute natürlich Plastikeimer, aber ansonsten wird das ganz gleich gemacht. Also die gehen immer noch so durch den Teich, die tun die Fische zusammentreiben, die keschern es raus. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich viel toller sozusagen als Menschen, die Sense schwingen, was man 10.000 Mal schon im Film gesehen hat sozusagen. Und dann können Schauspieler natürlich auch sehr schwer, weil das muss man richtig über Jahre lernen, dass das wirklich gut ausschaut. Und dann haben wir gesagt, ja, die Fischerei sozusagen ist dann was Echtes und wir haben auch immer danach gesucht, möglichst viel echtes Leben in diesen historischen Filmen, damit es nicht so historisierend wirkt, dass es echt wirkt, haben wir versucht, möglichst viel echtes Leben da auch einfließen zu lassen. Also sowohl von den Schauspielern, also die Fischer sind echte Fischer, die Hüte, das sind ihre Hüte, also das sind keine historischen Hüte, sondern die hält man, die findet man halt authentisch, weil es ihre Hüte sind und sie tragen, wie sie sie immer tragen. Aber so, wir haben versucht, sozusagen so zu arbeiten, damit das nicht so ein Gemälde nachmalen wird, sondern dass ein echtes Leben drinnen steckt. Ja, also ich finde, das spürt man sehr stark. Diesbezüglich hat sich mir die Frage aufgedrängt, wie war das mit der Maria Hofstetter, die dann die Oberfischerin war und auch, glaube ich, irgendein Tier geschlachtet hat in dem Film, oder? Ja, die Maria Hofstetter ist ja auf einem Bauernhof aufgewachsen, tatsächlich in Oberösterreich. Die hat dann auch dem David Scheid, der eigentlich ein Niederösterreicher ist, die ist mit dem auf die Alm gefahren, sie haben gemeinsam oberösterreichisch trainiert. Und die ist ein Geschenk von einer Schauspielerin, also weil sie nie an ihre eigene Rolle nur denkt oder wie sie rüberkommt oder ob sie genug Screentime hat oder so, sondern die denkt immer an den ganzen Film. Und die hat von Anfang an uns, also schon im Drehbuchstadium, hat sie uns dann aufmerksam gemacht auf Dinge, die irgendwie schwachsinnig sind, weil sie kennt das bäuerliche Leben, ich bin in Wien aufgewachsen, also oder hat uns quasi Rezepte für Suppen und sie hat auch Breie gekocht und also wir verdanken ihr recht viel, zum Beispiel dieses Steineglauben, diese Feldarbeit, die sie da im Winter machen, ist eine Idee von der Maria Hofstetter, also alle Ideen sind nicht von uns, wie ihr schon merkt, weil sie das als Kind immer machen musste und sich immer gedacht hat, wo kommen die ganzen Steine jedes Jahr wieder her, sozusagen, die man sozusagen vom Feld wegräumen muss. Ja. Und uns hat das dann als Symbol für so eine fast Gefängnisarbeit, ne? Bei uns assoziiert man diese Steine, glauben ja auch mit einer sehr harten Arbeit, Gefängnisarbeit, das hat uns dann gefallen als Idee. Ja, generell ist ja das Mittelalter da überhaupt nicht als Idylle gezeigt oder als irgendwas Bukolisches, Schönes, was man gerne erlebt, sondern es ist was sehr Erdrückendes, Furchtbares. Auch die,
die Gewalt und die sozusagen die Blutigkeit des Films ist ziemlich also ergreifend. Das, das was meinst du genau? Naja, also zum Beispiel die, also die Tiere, die also geschlachtet werden und diese die hingerichtete Frau am Anfang, der Finger abgeschnitten wird und all diese Details, die sehr einem sehr in Erinnerung bleiben und dann gleichzeitig so das ernste Thema auch einem vermitteln und so weiter. Aber irgendwie ist es keine Welt, wo die Leute wegschauen vor Grauslichkeiten, sondern die gehen unter in Grauslichkeiten. Nein, also Menschen haben, glaube ich, damals ganz anders gelebt mit Tieren, mit Leben und Tod. Also ich glaube, also das war einfach ein anderer Zugang. Aber es gab auch viele Dinge, die uns überrascht haben. Also wie gesagt, also die Ziege, die geschlachtet wird, ja, also das werden ja heute auch noch Tiere geschlachtet und in dem Sinn ist sie sozusagen eher glücklich geschlachtet worden im Verhältnis zur Massentierhaltung, die wir heute sozusagen, der wir heute so gegenüberstehen. Ja, also dieses Hahnenschlagen ganz am Anfang bei der Hochzeit. Das haben wir auch durch Recherchen gefunden zum Beispiel, das sozusagen war ein Spiel, also das man halt gespielt hat. Ja. Bitte, da sind schon ganz viele Fragen, wunderbar. Ich gebe das einmal einfach durch. Wie viele Drehtage habt ihr gehabt und habt ihr das im Herbst gehabt? Genau, also wir wollten sozusagen, also ganz ursprünglich, als noch die Sense im Spiel war, also die Feldarbeit war es im Sommer geplant und dann haben wir das Karpfenabfischen entdeckt, haben dann gefunden, es ist doch schöner, wenn noch der goldene Herbst, so ein bisschen die Sonne auf der Hochzeit liegt und dann bewegen wir uns sozusagen mit ihrem Gemütszustand in den Winter und wir haben tatsächlich im Dezember und Jänner im Waldviertel gedreht, also es war relativ kalt. Aber auch die größte Angst oder Respekt, den Anja Plaschk hatte, die ja auch eine sehr, sehr zarte Person ist, sozusagen diese Kälte in dem Haus war ja nicht eingeheizt und so, dass sie das schafft. Und die hat dann sozusagen schon ein halbes Jahr vorher angefangen, Eiswürfelbäder zu nehmen zu Hause, weil die ist eine sehr disziplinierte Schauspielerin, damit sie sich an die Kälte gewöhnt. Und wir sind dann im Herrensee bei Litschau Eisschwimmen gegangen. Das haben wir dann als Team manchmal gemeinsam gemacht. Ich habe es auch geschafft zum ersten Mal. Also wie viele Drehtage? 37. Aber wir haben nicht nur in Österreich gedreht, sondern wir haben sozusagen in Österreich, es war eine Koproduktion mit Deutschland und wir sozusagen haben 12 Tage in Deutschland gedreht und den Rest in Österreich. Ein historischer Film ist relativ aufwendig, weil man immer alles quasi herstellen muss. Halt. Das dauert mehr Zeit als ein zeitgenössischer Film. Ich habe vielleicht eine kleine pathetische Frage. Mir geht es irgendwie darum, weil der Film, der steht schon sehr im Scope von Folk-Horror. Und ich frage mich schon, weil ich habe einen sehr einen Faible für Folk-Horror und es interessiert mich sehr. Und es gibt halt diese großen drei, die eigentlich aus England kommen. Und ich frage mich schon, weil irgendwie schon seit ich ein kleines Mädchen bin, es gibt halt irgendwie von Jess Franco schon allein oder halt, der hat es verfilmt, aber eigentlich ursprünglich von jemand anderem. Camilla, die steirische Vampirin oder zum Beispiel Hexen bis aus Blut gequält in Salzburg. Und ich denke mal, wo bleibt Österreich? Und ich denke mal, ja, ich habe den Film heute zum ersten Mal gesehen, der hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist halt nicht klassisch Horror, ne? Also sozusagen in dem Sinne von Folk-Horror. Also ich möchte gerne dazu was sagen, sozusagen. Wir haben uns lang überlegt, ob wir sozusagen, zuerst war ein Gerichtsthriller und nachdem unser Herz ja auch für Horror schlägt. Und ich liebe auch Jess Franco-Filme, alle ganz, ich meine, der war so unser Genie, aber wir haben dann irgendwie, also wenn man einen Genrefilm oder einen Horrorfilm, einen klassischeren machen möchte, muss man halt sozusagen auch die Geschichte manchmal unterordnen gewissen Plotmechanismen. Und das haben wir, gab es auch mal eine Variante, wo wir das versucht haben und wir haben aber dann das Gefühl gehabt, wir verraten die Geschichte dieser Frau und konnten das dann nicht. Und uns war auch sozusagen tatsächlich, habe ich eh schon vorher erzählt, die Depression und dass man sozusagen ihr da auch manchmal nicht so nahe kommt, weil man halt Menschen, die depressionserkrankt sind, auch nicht so nahe kommt, war uns sehr wichtig. Und insofern haben wir dann den Horror sozusagen haben wir uns gesagt, wir tun einen Innenhorrorfilm, einen innerlichen Horrorfilm erzählen und haben den dann sozusagen ein bisschen in ihre Träume und in ihr Innenleben verlebt. Sehr spürbar.
Genau. Ja. Aber ja, aber es heißt, also es ist, glaube ich, jetzt ist ein Krampusfilm, glaube ich, im Entstehen, soweit ich das weiß. Also es gibt, es ist ja jetzt, gibt's immer, es gibt mehr Horrorfilme, die jetzt sozusagen in Österreich gemacht werden. Ja, da freuen wir uns, weil da haben wir ein bisschen mit unserem Film Ich sehe hoffentlich dazu beigetragen, dass das jetzt mehr auch anerkannt ist, als nicht nur irgendwie Blut und Bäuschel, sondern dass das irgendwie auch was erzählen kann über die Welt. Wunderbar, weil das war eigentlich meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ist halt irgendwie, wo ich mir denke, weil ich bin halt in der Steiermark aufgewachsen und ich war halt immer, keine Ahnung, sehr stolz drauf, halt irgendwie wegen Camilla, weil halt eigentlich da der Ursprung von Dracula in meinem, wie ich halt aufgewachsen bin, halt herkommt. Und ich finde, in Teufelsbrat ist das sehr wiedergespiegelt. Dankeschön. Es gibt einen kleinen Vorfilm zu dem Film, der heißt Die Trut. Der basiert tatsächlich auf einer Sagengestalt, die uns eine Steirerin erzählt hat. Ja, über cool. Diese sagenumwobenen Figuren, die sich auf die Brust setzen und einem das ich kenne die Geschichte abschnüren. Von meiner Mutter. Genau, genau. Und wir haben für eine, so eine Folk-Horror-Anthologie Kurzfilm gemacht. Die Anthologie heißt Field Guide of Evil. Ich nehme an, man findet sie im Netz. Also ich kenne die Sage und, von meiner Mutter. Genau. Und wir haben die Trut, also wir haben sozusagen, das war unser Vorfilm, also da kommt auch sozusagen das Wäschewaschen schon vor, in der Gegend, also das Wäschewaschen ist in Abesbach gedreht, dort haben wir gedreht und da kommt, also es ist aber eine eigentlich lesbische Liebesgeschichte, also es ist ein ganz anderer Film, aber wir haben viele Dinge wie Kostüme und so ausgibt. Sinful Women of Höllfall heißt er. Gut. Sold. Shut up, take my money. Cool. Ich glaube, hinter dir waren noch ein paar Leute mit Fragen. Kann das sein? Bitte nach hinten weitergeben. Dankeschön. Danke. Ich wollte eigentlich fragen, ich bin nicht vorbereitet auf diesen Film gewesen und es würde mich interessieren, ob der bis dato gesellschaftliche Auswirkungen hat. Und zwar speziell auf, gibt es ein kirchliches Statement, weil ja doch die multiplen Tragödien dem Glauben von damals geschuldet sind. Interessant, uns haben mehr, danke für die Frage, uns haben mehr lustigerweise aus der Psychotherapie und aus der von den psychiatrischen Vereinen, diese Menschen haben uns kontaktiert, da gab es auch mehrere Vereine, die den Film gezeigt haben, die finden sozusagen, man muss über Depression sozusagen mehr sprechen, es ist immer noch, also Österreich ist natürlich ein depressionsgebeuteltes Land und wir haben Sigmund Freud, aber tatsächlich ist es, kam jetzt eine Studie heraus in Deutschland, das ist sehr weit verbreitet, auch unter Männern. Also jeder Zweite leidet im Laufe seines Lebens einmal unter Depressionen und das ist ein großes Tabu. Heutzutage vor allen Dingen unter Männern, interessanterweise, bei denen sich es auch ein bisschen anders äußert, als wir hier gesehen haben. Die Kirche sozusagen, also der Pfarrer, der hier spielt, ist ein echter. Also weil wir versuchen immer Menschen wirklich zu besetzen. Der ist aus dem Stift Geras und der hat auch die Beichte sozusagen, also für ihn echt abgenommen. Der war recht zufrieden mit dem Film. Also er hat ein paar, also wir haben in Horn, also es sind ein paar Premieren gekommen, da haben auch Menschen nachgefragt. Da weiß ich nicht. Ich glaube, mit dem Entschuldigen ist die Kirche schlecht. Also aber ja, also wir hoffen sozusagen, dass das einen weiteren Beitrag, im Übrigen, das kann ich noch dazu sagen, die allerschwierigste Recherche war die Kirchengeschichte. Also wenn man so einen Film angeht, fragt man sich ja auch zum Beispiel, wie haben die Leute damals im Dorf mit dem Pfarrer geredet? Haben die einfach, was haben die für ein Verhältnis miteinander gehabt? Haben die einfach so miteinander geredet oder war das eine Respektsperson oder so? Und das war das Allerschwierigste. Also wie oft sind die Beichten gegangen und so? Also interessant hat sich herausgestellt, die meisten sind nicht im eigenen, clever, nicht im eigenen Ort Beichten gegangen, sondern meistens in den Nebenort. Ja. Und es war gar nicht so lustig. Also unsere Historikerin sozusagen hat uns, also eine der Historikerinnen, haben mehrere daran gearbeitet, hat gesagt, sie hätte in der Zeit kein Priester sein wollen, weil die war noch abhängig, da war eine wechselseitige Abhängigkeit mit der Dorfgesellschaft, also von den Bauern, weil die zum Beispiel haben die kein eigenes Holz, also die haben zwar einen Wald gehabt, aber wenn niemand ihnen das Holz geschlagen hat, das sagt die Maria Hofstetter, sagt einmal, wir schlagen dem Pfarrer eh das Holz, also wir machen eh was für den Pfarrer,
da muss man jetzt nicht noch extra quasi in der Kirche mitarbeiten. Also das war so ein wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Also man hat ihm was zu essen gebracht im Winter oder man hat, und das heißt, er musste zum Beispiel, das war auch ganz interessant, man hat junge Priester damals rekrutiert, oft aus der Dorfgemeinschaft, junge Burschen, die man dann in die Stadt geschickt hat, dort erzogen hat, die haben Lesen und Schreiben gelernt und sind dann wieder zurück aufs Land geschickt worden. Und die waren dann schon, wir sind ja am Beginn der Aufklärung, aufgeklärter. Und die Bauern damals haben tatsächlich immer noch geglaubt, wenn ein Selbstmord passiert und es kommt dann ein Hagel, dann sozusagen und verwüstet die Felder, dann ist das in einem Zusammenhang. Die Priester damals haben das schon gewusst, dass das nichts miteinander zu tun hat. Trotzdem mussten die immer die Kirchenglocken läuten, weil die Bauern gesagt haben, wenn du nicht die Kirchenglocken läutest, dann sozusagen bringen wir da kein Essen mehr sozusagen. Also das war gar nicht so ein ganz hierarchisches Verhältnis. Und im Mühlviertel sozusagen waren sehr versprengte Gehöfte, ich kann ausführlich, also hunderte Seiten in Recherche, die sind auch gar nicht jeden Tag in die Kirche gegangen oder so. Das, sozusagen, man ist immer wieder am Sonntag ins Dorf gefahren, weil die Bauernhöfe waren sehr versprengt und auch am Sonntag war so ein Tag, wo man die Dinge eingekauft hat, auch im Dorf und reparieren, also wenn man was gebraucht hat, um es zu reparieren, hat man das dort bekommen und auch in die Kirche gegangen ist. Wo habt ihr diese Informationen gefunden? Also gerade jetzt so die zwischenmenschlichen Beziehungen und dieses Geben und Nehmen und so weiter. Naja, da muss man, also da gibt's, also es gibt zum Beispiel auch Pfarrer, die so Bücher, also die quasi sowas wie Tagebücher, es gibt Einzelne, die dann geschrieben haben, womit sie sich beschäftigt haben und so. Aber wir haben tatsächlich drei verschiedene Historikerinnen gehabt für verschiedene Gebiete, also für Hinrichtung und also die Dinge, die ihr gesehen habt mit dem Haar, das da im Nacken eingenäht, medizinische Behandlungen und Hinrichtungen, hat ein Historiker quasi recherchiert und Mühlviertel 1750 eine andere und dann war noch die Cathy Stewart mit den ganzen Fällen sozusagen. Ja, das finde ich total spannend, diese ethnohistorischen Aspekte. Zum Beispiel, also ich bin auch Sozial- und Kulturanthropologe und ich war vor vielen Jahren in Nepal und da habe ich ein Ziegenritual erlebt, da ist einer Ziege der Kopf abgeschlagen worden und dann sind alle, also meistens junge Frauen, mit silbernen Kelchen hingegangen und haben das Blut getrunken für ihre Fruchtbarkeit. Also genau. Ich weiß sozusagen, dass der Tod wieder in Fruchtbarkeit umwandelt. Und das kommt ja bei euch auch vor, genau. Auch mit der Menstruation, mit Blut und Boden, mit dem steifen Finger des Toten, der dann quasi sozusagen eigentlich irgendwie unter die Matratze gelegt wird, um die Fruchtbarkeit anzudeuten. Also finde ich extrem, extrem spannend und magisch korrekt. Mhm. Ja. Also bei diesen Aberglauben-Dingen, also beim Finger hat man tatsächlich gedacht, also bei abgeschnittenen Gliedmaßen sozusagen von Hingerichteten, dass sie Dinge vermehren. Also man hat sie auch in Bierfässer gelegt zum Beispiel, in der Hoffnung, dass man viel Bier verkauft. Und das mit dem Bluttrinken, hat man tatsächlich Heilkräfte zugesprochen. Also da wurde sogar der blutgetränkte Sand noch verkauft. Also, und das Groteske war, dass es auch als Heilmittel gegen Depression galt. Und die Frauen oder Menschen, junge Menschen, die dann, also so Hinrichtungen waren sozusagen sowas wie auch Volksfeste, also moralische Volksfeste, die dann mitgenommen wurden, haben dort aber zum ersten Mal sind in Kontakt gekommen damit, man kann sozusagen, man bringt wen um und dann wird man hingerichtet und haben so überhaupt erst die Idee bekommen, weil die Frage ist ja, wieso, es war ein Phänomen über ungefähr 100 Jahre oder 120 Jahre, wo wirklich viele Frauen und Männer, also es gab auch Männer, aber es waren mehrheitlich Frauen, das in ganz Europa gemacht haben, also von Skandinavien über England, Frankreich, Deutschland, Österreich, überall. Genau, und ja, also das Bluttrinken war sozusagen ein Heilmittel eigentlich. Ja, danke, das wäre eh die zweite Frage gewesen, oder besser gesagt die Feststellung, dass das so infektiös sich durchzieht, ne? Also die Leute bekommen die Teile und machen dann weiter. Ne? Genau. Und dieses Haar zum Beispiel, das hat man bis in die 1970er Jahre noch, haben das Bauern manchmal gemacht, dass man hat man geglaubt, dass das Eiter, das sich da bildet, eigentlich die Krankheit ist. Also
das, was rausgehört aus dem Körper. Also dass das Eiter ist der Grund für die Melancholie oder Grund für eine Krankheit. Und man hat bis in die 1970er Jahre auf manchen Bauernhöfen Rindern quasi Wunden zugefügt im Ohr, die man absichtlich infiziert hat, wenn sie krank waren, damit, weil sie mal geglaubt hat, wenn das dann eitert, kommt die Krankheit heraus. Ah, das ist eigentlich die Säftelehre, oder? Die genau. Humores. Genau. Aber was mich noch interessiert, bei der Kuhhaut, in der sie quasi eingenäht wird. Das ist eine Ochsenhaut. Ochsenhaut. Das ist dann quasi eigentlich auch so ein, eigentlich eine Geburtssache, oder? Oder was Nein, gibt's da? Also es gab für unterschiedliche Verbrechen, unterschiedliche Hinrichtungsarten, auch noch Demütigungen oder Foltermethoden vorher. Und sozusagen in so eine Ochsenhaut eingenäht zu werden, war eine besondere Demütigung für besonders schwere Verbrechen. Es gab auch unterschiedliche Hinrichtungs- oder Hinrichtungsarten für Frauen und Männer, also einige Zeit lang. Frauen wurden oft ertränkt, zum Beispiel. Ich glaube, da drüben war eine Frage. Dankeschön fürs Weiterreichen. Danke. Das mit dem Haar hat sich eigentlich schon geklärt. Frage war noch, ob sich, weil gerade die zwei Sachen fand ich, also das Haar und die angedeutete Queerness vom Ehemann, die dieser Ehe irgendwie im Weg zu stehen scheint, hat sich das im Plot ergeben für den Nicht-Horrorfilm in Anführungszeichen? Oder war das auch so ein bisschen Fallrecherche? Nein, danke für die Frage. Also danke, schön auch, dass Sie es gesehen haben. Weil es ist nicht so deutlich. Also manche Menschen sehen, manche nicht. Das wollen wir aber auch. Also das war auch eine Absicht, weil es musste man ja damals auch verstecken. Also es war ja nicht so, dass man das leben durfte. Das war eine quasi, dafür hätte man auch hingerichtet werden können. Ebenso wie für Masturbation. Und Sodomie waren auch so sehr ganz arge Verbrechen. Nein, also was wir wollten, wir haben sehr lange an den Figuren gearbeitet und wir wollten halt auch nicht zeigen, wir wollten keine Welt zeigen, wo einer schuld ist. Also wir wollten nicht zeigen, das ist ja das Interessante an ihr ist, ja, sie ist natürlich ein Opfer der Gesellschaft, aber sie ist auch eine Täterin. Und wir wollten eigentlich zeigen, dass die sich in ihrem Rahmen eh bemühen. Also dass die jetzt nicht die Bösen sind und sie ist die Gute, sondern dass der Ehemann halt auch in den Gesellschaftsnormen gefangen ist, in denen er gefangen ist. Also er muss irgendwie eine Familie gründen, er muss heiraten und vielleicht steht er in Wahrheit aber auf Männer und kann gar nicht mit der schlafen oder will nicht Sex mit ihr haben. Mhm. Und das wollten wir aber sehr quasi, also sehr zart zeigen. Mhm. Und weil wir auch wollten, dass jeder von diesen Menschen auch irgendwie ein Geheimnis hat. Also dass es eben nicht so ist, dass er jetzt sozusagen der, wie man es oft im historischen Film sieht, der gewalttätige Ehemann ist, der ungut zu ihr ist, sondern der hat auch ein Geheimnis und kann auch aus seiner Haut nicht raus. Und das war uns sehr wichtig. Danke. Und basiert gar nicht auf historischen Protokollen. Also okay. Das kommt gar nicht vor. Also kann ja gut. Nein, sie war recht zufrieden mit ihm. Also in den Protokollen wird sie, also ich war sehr erstaunt, wie freizügig diese Protokolle zum Teil sind. Also wie man 1700, weiß ich nicht, 70 oder so schon gefragt hat. Also wurde auch richtig nach dem Sex mit dem Ehemann, also nicht mit diesen Worten, aber es wurde relativ konkret danach gefragt, ob denn da alles in Ordnung gewesen sei. Und da hat sie gesagt, nein, also der war eh nett, der Ehemann, und es war kein Problem. Okay. Das haben wir geändert. Und das hat mich auch noch interessiert, wie es zu der Namenswahl von Agnes kam, weil ich bin aus der Nähe von Regensburg und da gibt es die Agnes, oder nicht Regensburg, ich weiß nicht, ob es Regensburg war, wurscht, Straubing, I don't know. Agnes Bernauer, die eben als Hexe ertränkt wurde, auch in so einem mittelalterlichen Prozess, wie auch immer. Und ich fand es insofern spannend, auch mit Verbindung mit dieser Kindsmörderin, die da auf diesem Thron, Bergthron da oben, fast schon ikonisch, also das hat sowas sehr... Das war eine echte Hinrichtungsstätte übrigens, bei Abesbach. Also die, das, also wo sie auf diesem Sessel sitzt, das ist ein echter, alter Hinrichtungsplatz noch sozusagen, wo sie tatsächlich, also es gibt in Österreich noch eigentlich viele, in Deutschland keinen einzigen, also in Deutschland haben sie alle diese alten Hinrichtungsstätten geschliffen, auch weil sich die Städte vergrößert haben und in Österreich, also
Einheimische zeigen es einem meistens nicht so gern, weil sie nicht so stolz auf einen Hinrichtungsplatz. Mhm. Aber wenn man fragt, sie sind meistens sozusagen so in Wäldern in der Steiermark, vorher war eine Steirerin in der Steiermark, gibt es auch einige tolle. Aber es war ein echter Hinrichtungsplatz, wo die dann auch ausgestellt wurden, einfach als moralische Warnung. Ja, du darfst das nicht tun, sonst sozusagen endest du so. Also, entschuldige, jetzt habe ich die Frage nicht. Also wegen Agnes. Ja, nein, also wenn mich eben, okay, krass, dass das ein Hinrichtungsplatz ist, weil ich finde, auch im Kontext von, okay, es gibt Menschen, die andere Menschen umbringen, um hingerichtet zu werden, und dann werden sie so ausgestellt, so ikonisch, das kann ich mir schon auch inspirierend vorstellen, so. Weil es hat ja was Heiligenhaftes, wie sie da auch raufschaut zu ihr. Ich glaube, sie fühlt ja eine Nähe, ne? Also die Agnes fühlt natürlich eine Nähe zu dieser geköpften Frau, die auch eine wahre Geschichte ist. Also. Gibt es noch Fragen dabei? Zum Kindermord gibt es gar keine Frage. Meistens gibt es dazu eine Frage. Okay, wie war das mit dem Kindermord? Danke. Nein, der Kindermord ist auch sehr, sehr gruselig, detailliert, protokolliert tatsächlich. Und wir haben, für uns, das war für uns eine der schwierigsten Szenen, deswegen will ich es vielleicht erzählen. Weil es sehr schwierig ist natürlich, ein Kind, das spielen muss, zu finden, dass das kann. Und wir haben monatelang gesucht, zuerst nach Burschen, weil das im Drehbuch, auch im Original ein Bub war. Dann haben wir uns gedacht, gut, vielleicht können Mädchen besser die Emotionen zeigen, weinen, schreien. Dann haben wir gesagt, okay, wir suchen wurscht, ob Bub oder Mädchen. Und wir haben im Casting dazu aufgerufen, traurige Geschichten zu erzählen. Also wir haben gesagt, wir suchen welche Menschen, die sehr traurig sein können und Angst zeigen können und so. Und dann ist uns eben dieser Bub Elias sozusagen, der ist aus Satlet. Und der hat uns quasi ein Castingband, also der hat uns eine traurige Geschichte erzählt, haben wir ihn eingeladen und der hat das ganz genau, also das, was er hier spielt, hat er genauso in unserem klinischen Castingraum gespielt, wo wir ihm gesagt haben, er ist in einer Gletscherspalte gefangen und stirbt jetzt alleine und kann jetzt nicht mehr weg. Und also es war eine Castingübung. Eine zweite Castingübung war, er muss mit wem mitgehen und fürchtet sich aber und will nicht mitgehen. Und das ist halt ein Jahrhunderttalent und man weiß auch dann gar nicht, ob ein Kind das dann noch einmal so spielen kann in einer Situation, wo ja lauter ein Team rundherum steht, der einen Plastikschlauch am Hals hat, wo irgendeiner daneben steht und Blut rauspumpt, das Messer keine Klinge hat, weil das darf man ja nicht sozusagen, also man darf auch kein Filmmesser bei Kindern verwenden, da gibt es ganz strenge Regeln. Und wir haben bis zum Schluss immer einen Plan B gehabt, sozusagen. Also wenn es nicht klappt, was würden wir dann machen? Aber für uns war es eigentlich eine ganz wichtige Szene, auch, dass sie einem nahe geht und auch, dass es sehr unangenehm ist. Das mögen Menschen oft auch nicht. Aber ich finde halt, so ein Mord ist was Grauenhaftes. Und wenn einem das nicht einfährt, finde ich es verlogen. Also ich finde, da wegzuschauen, finde ich nicht richtig. Was wäre der Plan B gewesen? Wegzuschauen. Okay, wir haben ein zweites Kind. Also wir haben tatsächlich, ursprünglich wollten wir ein Mädchen auch noch mitnehmen als Zweitbesetzung, aber die durfte dann nicht ausreisen, weil es war die Corona-Zeit und ihr Vater war nicht geimpft und die durfte dann nicht einreisen in Deutschland und der hat sich auch nicht impfen lassen. Andere Statisten hingegen sind uns dann von Oberösterreich nach Deutschland gefolgt und die haben sich sogar impfen lassen für den Film, damit sie ausreisen dürfen. Bitte eine Frage, ja. Ja, bitte mit Mikro. Dankeschön. Also die Menschen, wie wir sie sehen, die sind ja eigentlich so sehr mittelalterlich. Also wenn man die mit Geschwüren und unregulierten Zähnen und also es erinnert sich, also man kann sich vorstellen, wie es ist, wenn es keinen Sozialstaat gibt, ne? Und unregulierte Märkte und unregulierte Zähne. Zusammenfinden. Das ist uns sehr wichtig. Also wir haben da auch sehr lang im Waldviertel und im Mühlviertel, also nicht wir, sondern Henry Steinmetz, unser Caster, ist da wirklich wochenlang herumgefahren, so zu Theatervereinen,
Aufführungen Menschen sozusagen in Wirtshäusern gefragt und ja, die dann mitspielen wollten sozusagen, haben wir dann sozusagen eingeteilt. Und kurz vorm Dreh habe ich so ein kleines Zimmer am Herrensee in Litschau gehabt, habe ich dann ungefähr 100, also was man dann so macht als Regisseur, 150 Menschen plakatiert an meine drei Wände und dann mussten wir sie aussuchen, weil so viele konnten wir nicht verwenden. Dann haben wir sie wild in Gruppen eingeteilt sozusagen und ja, das ist die Auswahl, habt ihr ja jetzt sozusagen gesehen. Wir kennen jeden Einzelnen und wir waren urfroh, die sind dann in Oberösterreich zu Veranstaltungen gekommen und haben uns einen goldenen Gummibär, also aus Gummi, also Gummibärli, aber groß überreicht. Und ja, es war eine Hetz. Ja, da ist noch eine Frage. Ich habe noch eine Frage wegen dem Soundtrack. Weil es ist ja so Mikro ist schon unterwegs, Anja Plaschk. Ja, die Anja hat, also wir haben die Anja Plaschk überhaupt ursprünglich nur wegen der Musik angefragt. Wir sind bei diesem Film durch mehrere Krisen gegangen. Einerseits wurde zuerst einmal gleich nicht gefördert. Wir wollten den nach unserem Film Ich sehe, ich sie machen. Dann hatten wir es uns nicht gefördert. Dann haben wir es mit einer Schauspielerin quasi geplant, jahrelang, die dann abgesagt hat. Und parallel dazu hatten wir die Anja angefragt wegen der Musik eigentlich, weil wir wollten eine Musik, die sozusagen so historisch, also was eben damals gespielt wurde mit Dudelsack und beginnen, aber wir wollten es in die Moderne führen sozusagen. Also, und dann haben wir uns gedacht, die Anja könnte thematisch sehr mit dem Film was anfangen und haben sie kontaktiert, haben mir das Drehbuch geschickt und dann hat sie so innig auf das Drehbuch reagiert, dass wir dann gesagt haben, vielleicht sollten wir sie casten. Und dann hat sie gesagt, ja, so ein richtiges Casting hat sie noch nie gemacht. Haben gesagt, na, wir treffen uns zu dritt und probieren halt irgendwas. Und dann haben wir schon gewusst. Aber hattet ihr da einen Score irgendwie in mind? Oder hat sich das Nein, dann das, wir haben ja da ganz, also wir haben sie gebeten, die Lieder auszusuchen, also die Lieder, die sie singt. Und auch die Lieder, die gespielt werden, hat sie gemeinsam mit den Musikern, damit hat sie sich im Vorfeld beschäftigt. Sie hat sich sehr viel mit Musik beschäftigt aus der Zeit. Und den Score hat sie dann, da haben wir totale Freiheit gelassen, sie ist auch von hinten nach vorn komponiert, was für uns dann im Schneideraum weird war, aber wir hatten am Anfang gar keine Musik und dann im letzten Drittel hatten wir dann schon die fertige Musik und ich weiß nicht, ob schon zu lang ist, kann ich noch eine Geschichte erzählen? Geschichte erzählen. Wir haben zum Beispiel so lange, diese Himmel, also diese, oder einschlafen? Sagt es, also gibt es diese Beichtszene? Und die hatten wir gedreht und ihr habt das jetzt gesehen, wo sie am Schluss dann auch noch so zu lachen beginnt, ja, so, also verrückt und in der Befreiung sozusagen. Ja. Und in den ersten Schnittversionen hatten wir dieses Lachen weggeschnitten. Wir haben nur die Anja sozusagen gehabt, die gebetet hat, die freigesprochen wurde. Und das war aber die erste Musik, die ihr eingefallen ist, schon beim Dreh. Also was sie da komponiert hat, wusste sie schon, als sie es gespielt hat. Und hat es geplant mit dem Lachen und hat sozusagen, als sie dann die erste Schnittfassung gesehen hat, gesagt, naja, aber jetzt habe ich das, ich habe da jetzt, also habe das Lachen weggeschnitten. Die Anja ist ein sehr feiner Mensch, also die ist jetzt nicht irgendwie, sagt nicht, regt sich nicht auf oder so, sondern und hat uns dann die Musik geschickt und dann haben wir die Musik drüber gelegt und gesagt, das passt irgendwie nicht. Und dann haben wir versucht, das von der Musik weg, nichts. Und dann haben wir gesagt, okay, tun wir das Lachen wieder rein. Und insofern, und dann haben wir gesagt, ja, es muss einfach so sein. Und insofern hat dann ihre Musik sozusagen lustigerweise wieder was dann in den Film geholt, was wir schon quasi weggeschnitten hatten. Im Übrigen haben wir mal darüber geredet. Wir sind Menschen, die jede Idee, also falls ihr mal bei uns mitarbeiten wollt, jede Idee sozusagen, egal von wem sie kommt, wenn sie gut ist, sozusagen sehr wertschätzend aufnehmen. Also wir sind sozusagen Menschen, die nicht finden, wir haben die totale Vision, sondern wir können uns irgendwie so 70% ausdenken oder 60% und der Rest sind alles Geschenke oder Ideen von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Schauspielern, die wir sozusagen irgendwie das Glück haben, die mit uns arbeiten. Und das ist eigentlich das total Schöne, weil das ist ein totales Teamwork. Und ich sitze jetzt allein hier, was blöd ist, aber ja, das ist eigentlich der schönste Prozess. Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen was erläutern? Nämlich die als Regisseurin, als Regisseur ist ja sozusagen die Aufgabe, so die Richtung vorzugeben, to direct, also die Kreativität von ganzen Team in eine Richtung zu lenken.
Und da würde mich sehr interessieren, also auch als jemand, der mal Regieassistent war bei einem Spielfilm von zwei Regisseuren, aber auch selbst als Regisseur, würde mich sehr interessieren, wie du das mit deinem Regiepartner machst, Entscheidungen zu treffen und auch wie du sozusagen dann, sozusagen, was ist für euch die Kompassnadel gewesen durch diesen Film? Was war so die Idee, die euch, also der Leuchtturm, der euch weitergeführt hat? Und wie macht ihr das, wenn am Set Entscheidungen, viele Entscheidungen relativ zügig getroffen werden müssen, wenn das zwei Steuerleute sind quasi? Naja, wir haben uns kennengelernt über Filme schauen, also wir haben unsere Freundschaft begonnen, indem wir gemeinsam ganz, ganz verschiedene Filme angeschaut haben, also von John Cassavetes über Freitag der 13. bis Godard, und unser Filmgeschmack deckt sich zu 97%, also wenn ich es jetzt, oder 95%, also die 5%, wo wir plötzlich anderer Meinung sind, die gibt es auch schon manchmal, aber dann meistens im Schneideraum. Kompassnadel, weiß ich nicht, das Schöne an einer Zusammenarbeit ist, also erstens ist man manchmal allein ja auch überfordert, also es ist ein großer Stress, man muss schnell Entscheidungen treffen, und wenn man zu zweit ist, hat man mehr Sicherheit miteinander, also sozusagen, wir geben, glaube ich, einander Sicherheit, und was das Schöne ist, ist ja eigentlich, dass man miteinander Ideen hat, die sich weiterentwickeln. Also es ist ja nie so, wir wissen am Ende auch gar nicht mehr, wessen Idee das war, und oft ist es ja auch nicht eine Idee, sondern es ist mal ein Gedanke und dann kommt ein anderer Gedanke dazu und dann ist es eine tolle Idee. Und das ist irgendwie so ein Prozess, den kann man jetzt nicht beschreiben. Also so arbeiten wir und wir entscheiden alles gemeinsam tatsächlich. Also in dem Sinn ineffizient, also wir teilen uns nicht auf, sondern, also wir haben zwar Stärken jeder, aber es ist dann in die letzte Entscheidung immer der andere auch eingebunden. Wir entscheiden immer gemeinsam. Und das heißt, sprecht ihr dann auch beide mit den Darstellern zwischen den Takes? Oder teilt ihr euch auf, jemand mit der Kamera und die andere Person mit dem Darsteller? Nein, also tatsächlich, also ist es auch immer eine zweite, dritte Chance. Also wenn, es ist ja nicht so, dass alles immer beim ersten Mal klappt. Aber wenn es sozusagen nicht klappt und der eine geht halt zwei, dreimal hin oder man hört ja schon, was derjenige sagt, dann klappt es immer noch nicht, dann sagt der andere vielleicht etwas mit anderen Worten oder hat eine andere Idee dazu und dann klappt es. Also es ist quasi eine Chance mehr. Noch Fragen? Nein? Keine Fragen mehr. Okay, was vielleicht zum Abschluss, wie sieht euer nächstes Projekt aus? Gibt es da schon was und wann können wir es sehen? Wir sind gerade in den Endzügen des Drehbuchs. Das ist sozusagen eine neue Herausforderung. Es ist eine Adaption eines amerikanischen Romans, der uns angeboten wurde, den quasi in ein Drehbuch zu verwandeln. Und den werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr drehen. Genau, in Amerika oder in Kanada. Amerikaner drehen oft in Kanada, weil es steuerlich günstiger ist. Und ist es auch ein internalisierter Horrorfilm sozusagen? Oder ist was ein richtiger anderes? Horrorfilm. Ist ein richtiger Horrorfilm. Heißt A Head Full of Ghosts. A Head Full of Ghosts. Okay, dann bleibt mir noch, mich erstens einmal herzlich zu bedanken. Danke. Fürs Kommen, bei euch auch. Fürs Durchhaltevermögen. Dankeschön. Und ich möchte noch kurz auf die nächsten zwei Veranstaltungen von uns hinweisen. Also erstens mal, wenn euch das heute gefallen hat, könnt ihr da mit dem QR-Code unser Newsletter abonnieren. Wir, wie gesagt, nochmal anschauen, wahrscheinlich bald auf Blu-ray oder so, oder auf Streamern. Wir haben nächstes Monat am 28. Oktober zeigen wir Veni Vidi Vici. Auch wieder mit den Filmschaffenden zu Gast. Und irgendwann demnächst, falls Filmschaffende unter euch sind, die vielleicht an einem Kurzfilm arbeiten oder ein anderes Projekt haben, ein längeres, wir haben einen Wochenendworkshop Ende Oktober mit dem Stuntkoordinator von Im Westen nichts Neues, Markus Velguni. Und da geht es um die Zusammenarbeit, wie man als Filmschaffender mit Stuntkoordinatoren zusammenarbeitet. Und das ist sehr cool, weil da wird rumgeschossen und der Jagdzeug in die Luft und und natürlich geht es auch um Sicherheit am Set und so. Also falls euch das interessiert, der QR-Code. Die coolsten Leute, die Stunt, wirklich. Also. Ja, vielen Dank fürs Kommen und schönen Abend noch. Ciao, ciao.